Olivone, Teil 1, Kaffeemaschine einstellen. Also, da tut man einfach beim Einstellknopf einstellen. Und nachher tut es da das Ganze aufheizen. Und natürlich muss man immer hinten Wasser einfüllen, Minimum die Hälfte. Die Maschine heizt auf, da sieht man hier Grad, wie viel, jetzt ist es 82 Grad. Es muss am Schluss des Tages 92 sein. Wenn ihr Milch schäumen wollt, müsst ihr euch hier noch den Dampf einstellen. Dann fängt es an zu blinken und nach etwa 5 Minuten ist auch der Dampfboiler warm. Sehr gut. Kaffee rauslassen, ganz einfach. Ausspannen. Dann abpressen mit rund 12 Kilo. Genau. Dann den Rand schön abputzen. Wieder einspannen. Anstellen. Das runter. Voilà. Und nach ca. 20 Sekunden, oder wenn euch das am Ende so gut passt, wieder manuell abstellen. Tack. Kaffee servieren. Wenn ihr die Milch schäumen wollt, hier mit dem Milchdampfen zuerst das Wasser ausdampfen lassen, dann dampft es. Und nachher die Milch reinheben, etwa bis hier. Dann voll anstellen, bis die Milch warm ist. Man kann schauen, bis sie warm ist. Abstellen, die Milch wegnehmen. Hier super abreiben mit einer Lupe. Und nochmal ausblasen. That's it. Hier kann man Dampf wieder abstellen. Gut. Wichtig, nachher immer kurz hier ausspannen, ausklopfen und ausspülen. Am Schluss, dann, wenn Sie die Maschine nicht mehr brauchen, hier abstellen. Hier das ganze Fach rausnehmen und säubern. Fertig.